Und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wir haben jetzt die Flinte geholt. War ein ganz schönes Stück Arbeit. So, ich würde sagen, wir tun schon mal einen Hundekopf hier rein. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt noch mal in den Keller runter. Vielleicht haben wir da irgendwas vergessen. Aber vorher speichern wir noch mal. Gegner dürften ja eigentlich keine mehr da sein. Die haben ja eigentlich alle weggehauen, glaube ich. Dass wir den blöden zweiten Hundekopf finden. So, okay, ab im Keller. Hier haben wir ja schon Shortcut freigeschalten. Die müsste jetzt offen sein. Genau. Gegner dürften hier eigentlich keine mehr sein. Die haben schon alle weggerotzt. Wir müssen mal schauen, ob wir hier irgendwo einen Hundekopf noch finden. Es fehlen ja eigentlich noch zwei. Zwei Hundeköpfe. Dann gehen wir mal hier runter. Da ist so ein komisches Schlangending. Oder was ist denn? Ein Schlangenschlüssel? Ja. Habe ich leider noch keinen Schlüssel. Der passt nicht, ist klar. Muss man nachladen, nicht, dass wir einmal hier Besuch kriegen und die Waffe sind nachgeladen. Okay. Schauen wir uns hier nochmal genau um. Irgendwo muss es doch den Hundekopf geben. Okay, hier nicht. Da waren wir ja schon drin. Da ist noch eine Tür, da waren wir noch nicht drin, oder? Waren wir hier schon drin? Ah, stimmt, ja doch, das ist jetzt der Raum hier. War ja auch nichts mehr. Die ist zu. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hier müssten wir alles gecleant haben eigentlich. Ah, Pistolenmunition. Okay. Das haben wir vor lauter Aufregung gar nicht gesehen gehabt, schau her. Okay. Ihr dürft ja nicht mehr leben hier drinne. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ich brauche hier irgendwie einen Schlüssel, aber ich habe keinen. Ich habe keine Schlüssel.
Muss mal schauen, ist hier noch. Ist hier noch irgendwas? Warum waren hier 600 Viecher drin, wenn man hier nicht weiterkommt? Aber auch keinen Schlüssel gefunden irgendwo. Also ich wüsste jetzt keinen. Was irgendwo noch Schlüssel wäre, da müssen wir doch mal schauen. Ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. Da war zu. Ist hier noch? Habe ich irgendwas übersehen hier? Ja, da ist doch nichts mehr. Müssen wir noch mal. Gehen wir da hinten noch mal rein. Komische Jagdzimmer oder was es da war. Vielleicht ist hier noch irgendwo was, was ich übersehen hatte. Kein Plan, wo der blöde Schlüssel ist, Leute. Ah, warte mal hier. Ach, das kann ich ja nicht aufmachen. Ah, was ist das hier? Maden. Na super. Gehen wir auch nicht raus. Okay. Haben wir da schon mal was übersehen? Okay, ist zwar nichts drin, aber wir haben auf jeden Fall was übersehen. Da muss ja der Schlüssel auch noch irgendwo sein. Der blöde Schlüssel. Auch nichts mehr, oder? Nö. Rabenschlüssel. Aber auch noch nichts. Hä? Komme ich denn da weiter? Ich muss noch mal schauen, habe ich in der Kiste noch was drin? Ich glaube, da habe ich aber auch nichts drin, oder? Autoschlüssel, aber die werden ja da nicht passen. Okay, Leute, ich werde mal speichern und dann gehe ich nochmal hoch und schaue mich da oben nochmal um. Vielleicht finde ich da noch irgendwo einen Schlüssel.
Aber ich weiß eben nicht, ob der blöde Jack da oben jetzt noch rumrennt. Ich glaube, dass der da auch noch rumrennt. Oder ich warte, wir gehen jetzt noch mal runter. Haben wir jetzt gespeichert? Muss es doch irgendwo weitergehen. Jetzt gehen wir noch mal in einen blöden Raum da. War das Shortcut, genau. Tamara. Was ist los denn? Der Tür auch nichts. Mir wird irgendwie der blöde Schlüssel für den Versorgungsraum. Zumachen, gell?
seine rote Hand dran. Craig. Ah, warte mal. Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Ah. Handabdruck rot. Sean, William, Craig, Lara, Tamara. Also das sind drei. Tamara, 3A. Der Handabdruck, da machen wir mal nur die 2 auf. Vielleicht passiert dann irgendwas. Das ist ein Rätsel, oder? Also. What the fuck? Boah, das war ja klar. Meine Fresse. Stirb, du Vieh. Nein, stirb doch. Wie hält denn der aus? Okay, Leute. Ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst. Das heißt, wir haben, Gott sei Dank haben wir gespeichert. Und wir gehen jetzt gleich nochmal runter und dann, glaube ich, werde ich den gleich mit der Schrotflinte wegpumpen. Jetzt haben wir genug Schuss. 4 aufgeladen. Okay. Dann gehen wir gleich nochmal runter und nehmen gleich die Shotgun. Ich hoffe, dass die reichen wird. Und schauen, vielleicht kriege ich jetzt bei dem dann irgendwas. Wäre natürlich super. So, sind wir eh schon wieder da. Das heißt, wir machen einfach die hier zu. 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 Okay. Mal, dass wir den gleich wegpumpen können. Nochmal, oder was? Mein Gott, ich glaube, dass der stärker ist wie normal. Der braucht 3 Schüsse. Okay. Was war das jetzt hier? Oh, ist hier noch was drin? Ah! Schlüssel für den Zerlegungsraum, Leute. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Oder wohl, komm. Lass uns noch schnell zum Zerlegungsraum gehen, lass uns den aufmachen und dann machen wir einen Cut. Bin selber so neugierig, was es da noch gibt. So, okay, das ist der Zerlegungsraum. Schlüssel. Geil, das ist wie Resident Evil 1. Ein bisschen Rätsel lösen. Und dann geht weiter. Oh mein Gott. Okay. Roter Hundekopf. Fuck. Ich sollte ihr Vater sein. Okay, der Polizist sieht nicht mehr so gut aus. Ihr Vater sein wird. Nein. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Oh mein Gott, wird er jetzt auch irgendwie besessen oder sowas? Oh mein Gott. So, Leute, ich würde jetzt aber sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Und schaltet auf jeden Fall ein.
Es bleibt spannend, es ist spannend. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten, jo, bis zur nächsten Folge. Ciao, Servus, euer Andi.